Wir killen Millionen von Spezies da draußen in Systemen, die wir noch nicht mal ansatzweise verstehen. Und wir tun so, als hätten wir 4 Erden oder 5 Erden. Und wir bemerken nicht, dass wir in eine Dynamik reinkommen, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Ja, hallo ihr Lieben. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation für mich, jetzt hier eigentlich in meinem Studio zu stehen, über ein Thema zu sprechen, über das ich in dieser Form noch nie gesprochen habe, weil mir dieses Thema wirklich am Herzen liegt. Es weiß vielleicht der eine oder andere, ich rede sehr gerne über innere Schweinehunde. Ich bin Erfinder von Günther, dem inneren Schweinehund. Und ich habe darüber einige Bücher geschrieben und eigentlich bin ich so ein Self-Improvement-Typ. Also ich will Persönlichkeitsentwicklung voranbringen. Und insofern musste ich mich in letzter Zeit mit meinem eigenen inneren Schweinehund beschäftigen und mal wieder ganz klar feststellen, dass ich auch so in meiner persönlichen Komfortzone bin. Wer mich darauf aufmerksam gemacht hat, ist der Timo Würz, der Zeichner dieser wunderbaren Günther, der innere Schweinehund-Zeichnung. Er sagte, komm Stefan, lass uns doch mal endlich ein Buch über Klimawandel machen. Er ist selber seit Ewigkeiten in diesem Thema drin. Für mich war das relativ neu. Ich dachte, irgendjemand kümmert sich schon drum. Man kann ja nicht irgendwie nach jeder Fliege klatschen, die durch die Gegend fliegt. Und ich muss außerdem sagen, dass ich eine ganz andere persönliche Herausforderung noch habe. Ich bin eigentlich ein absoluter Zukunftsoptimist. Also ich bin eigentlich jemand, der glaubt, die Zukunft wird toll. Schaut mir, wir machen Greater, Persönlichkeitsentwicklung. Ihr entwickelt euch weiter. Die Menschheit hat tolle Dinge geschafft, bereits in den letzten vielen, vielen Jahren. Wir entwickeln uns ständig weiter. Wir kriegen den autonomen Verkehr. Es gibt die Elektroautos da draußen. Wir werden demnächst, auf DNA können wir in Zukunft Informationen speichern. Die Digitalisierung schreitet voran, die Globalisierung. Ich glaube, da sind unheimlich viele Chancen für uns drin. Und es kann sein, dass uns in Zukunft irgendwie so ein vollautomatisierter Cyborg-Butler unsere Drinks bringt und wir gar nicht mehr so viel arbeiten müssen, weil Roboter uns die Arbeit abnehmen. Und ich glaube, da stecken unheimlich viele Chancen drin. Allerdings musste ich in den letzten Monaten feststellen, dass es auch eine andere Seite gibt. Und wenn ich diese andere Seite genauer hinschaue, muss ich sagen, es wird verdammt gefährlich. Denn ob das alles so klappt, wie wir uns das alle wünschen, ist gar nicht gesagt. Denn da draußen lauert er, der Tod. Es gibt diesen Tod da draußen und der Tod kommt möglicherweise viel, viel schneller zu uns, als wir uns das derzeit eingestehen wollen, als wir es wahrhaben wollen. Das Thema Klimawandel ist das, was uns wahrscheinlich in Zukunft als eine der großen Katastrophen dieser Welt droht. Und ich habe mich bislang noch nicht so tief damit beschäftigt. Und das weiß vielleicht der ein oder andere. Natürlich ist das irgendwie klar, Treibhauseffekt und wir wissen irgendwie, die Tiere sind ein bisschen zu viel und wir sollten weniger Auto fahren und so. Aber wie diese ganzen Faktoren zusammenspielen, das war für mich eine tatsächliche Erkenntnis. Ich habe mich die letzten Monate im Prinzip eingegraben. Ich habe zig Bücher gelesen, Studien gelesen, ich habe Filme geguckt, ich habe mich ausgetauscht mit Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich muss sagen, ich bin sogar so ein bisschen, ja, ich habe mich begonnen, so ein bisschen darüber zu schämen, dass ich mit diesem Thema in den letzten Jahren überhaupt nicht angenommen habe. Denn, seien wir ganz ehrlich, für die meisten von uns ist es so, dass wir glauben, wir leben irgendwie in so einer geschützten Atmosphäre. Die Welt ist irgendwie sicher. Das ist irgendwie logisch, weil in so einer Lebensspanne passiert ja nicht viel. Gut, es kommt mal eine Corona-Krise, für die einen oder anderen kommt mal ein Krieg dazu. Das ist natürlich alles dramatisch, aber wieso in unserem Kulturkreis, wir sind ja eigentlich auf der sicheren Seite. Ne? Es passiert ja nichts, also die Politiker kümmern sich gerade um uns. Wahrscheinlich werden gar nicht so viele an Corona sterben, wir sowieso nicht. Klammer auf, wer weiß, ob das so stimmt, Klammer zu. Aber dass so die schlimmen Dinge passieren, das sehen wir vielleicht im Fernsehen, das sehen wir im Kinofilm, aber uns passiert das nicht. Und ich sage Vorsicht, das ist ein Irrtum. Diese Dinge geschehen immer wieder, wir haben sie aber nicht auf dem Schirm. 2004, der große Tsunami, die einen oder anderen werden sich daran erinnern können. 230.000 Menschen starben damals. 1,7 Millionen Menschen wurden obdachlos in den Küstenregionen. 9/11, das ist jetzt eine menschengemachte Katastrophe, aber trotzdem war diese Sache Ursprung dafür, dass es Kriege gab mit Millionen Toten. 1918 bis 1920, die spanische Grippe. Damals ist ein Drittel der Weltbevölkerung infiziert gewesen mit diesem Virus. Es starben je nach Schätzungen zwischen 10 Millionen und 100 Millionen Menschen an diesem Virus. Und das geht so weiter. Vor 66 Millionen Jahren, da stürzte mal ein großer Asteroid auf die Erde. Und es entstand der berühmte große Krater im Norden Mexikos. Damals starben 90% der Arten aus, unter anderem die Dinosaurier. Das heißt, es findet statt. Solche Dinge passieren. Und was bei uns derzeit stattfindet, ist der Klimawandel.
Und die Erde hat sich innerhalb des letzten Jahrhunderts um ungefähr 1 Grad Celsius aufgewärmt, nachdem sie vorher Jahrtausende stabil gewesen ist. Jetzt könnte man sagen, 1 Grad Celsius, ist das schlimm, ist doch nicht so viel. Wir nehmen das in der Regel nicht so sehr wahr, weil wir natürlich betrachtet auf die Lebensspanne eines Menschen diesen Klimawandel nicht als so drastisch wahrnehmen. Dennoch wird er drastische Auswirkungen haben. Wir sehen die bereits jetzt, wenn wir die Nachrichten gucken. Da gibt es überall die Klimakatastrophen. Es gibt die Dürren, es gibt die Orkane, es gibt die Waldbrände. Und das wird mehr werden in Zukunft. Also simpel gesagt, der Klimawandel, der kommt daher, wahrscheinlich daher, dass wir Menschen durch unsere Lebensweise zu viel CO2 produzieren, den Treibhauseffekt hervorrufen. Dass das Eis in der Arktis, in der Antarktis schmilzt, die Gletscher schmilzen, die Meere, die puffern das alles nicht mehr ab. Es gibt Dürren, es gibt Unwetter, es gibt jede Menge Nebeneffekte. Ich komme zu denen gleich nochmal und werde tiefer reingehen. Und eigentlich wissen wir das. Wir wissen eigentlich seit Ewigkeiten, dass das so ist, seit Jahrzehnten. 1995 war die erste Klimakonferenz, die gesagt hat, wir müssen diesen Treibhausausstoß begrenzen. Das kann so nicht weitergehen. Das ging bis Mitte 2010er Jahre, 2015, das Pariser Klimaabkommen, wo wir gesagt haben, dass wir den Klimaanstieg der Temperatur auf 2 Grad Celsius begrenzen sollten, begrenzen wollen. Problem hierbei ist, es sieht so aus, als ob wir das nicht schaffen. Das Klima erwärmt sich in den letzten Jahren wesentlich schneller, als wir das prognostiziert haben. Und vor allem weiß kein Mensch, wie schnell das noch geht. Und wir wissen nicht, wie warm das Klima da draußen noch wird. Und all die Bekenntnisse, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sind wahrscheinlich nichts anderes als Lippenbekenntnisse, weil dem sehr, sehr wenige Taten folgten. Die Menschheit hat in den letzten 30 Jahren mehr CO2 ausgestoßen als in ihrer gesamten Geschichte vorher. Hätten wir im Jahre 2000 damit angefangen, den CO2-Ausstoß zu begrenzen, dann hätten wir nur 3% CO2 jährlich einsparen müssen. Wenn wir heute dieses 2-Grad-Klimaziel, welches schon recht optimistisch ist, wenn wir das heute schaffen wollen, dann müssen wir ganze 10% Kohlendioxid jährlich einsparen. Und das ist eine richtig, richtig heftige Nummer. Und wenn wir so in die Zukunft gucken, dann wissen wir nicht, was da passieren wird. Es gibt die verschiedensten Szenarien, was passiert, wenn wir um 2 Grad heißer werden, um 3 Grad, um 4 Grad, 5 Grad. Es gibt Szenarien bis 8 Grad. Und ich kann euch sagen, ich bin zu Hause gesessen, habe Bücher gelesen, ich habe dieses Buch geschrieben, Günther, der innere Schweinehund, rettet die Welt. Und ich hatte teilweise beim Schreiben Tränen in den Augen, weil ich nicht glauben konnte, was da draußen alles gerade passiert. Die Polkappen werden schmelzen, die Gletscher werden weg sein, es werden Dürren kommen, es werden Seuchen kommen, die Meeresspiegel werden steigen, es wird heiß werden. In den südlichen Regionen werden jahrelange Dürren sein, Südeuropa wird nicht mehr aussehen wie heute. Es werden sich Seuchen verbreiten, Moskitos werden Richtung Norden wandern, wir werden Dengue-Fieber, wir werden Malaria bekommen, wir werden Sachen kriegen, das wird der Hammer. Es tut weh, die Agrarwirtschaft wird am Boden liegen, wir werden weniger Nahrungsmittel produzieren können, die Menschheit wird hungern. Die UN geht davon aus, dass im Jahr 2050 ungefähr zwischen 200 Millionen und 1 Milliarde Klimaflüchtlingen auf dieser Erde durch die Gegend wandern und sich ein neues Heim suchen. Das gibt bewaffnete Konflikte, die werden alles tun, um zu überleben. Und das, was wir gerade jetzt erleben in Corona, Leute, das ist ein kleiner Schluck auf. Ich glaube, das ist gerade nichts anderes als eine kleine Warm-up-Übung für unsere Welt, für das, was dann noch kommen wird. Und ich weiß, spätestens an dieser Stelle, wenn man so ein bisschen über psychologisch gute Abwehrmechanismen verfügt, dann sagt man an dieser Stelle, Moment, das kann doch gar nicht so schlimm sein, ist der erste Schritt, doch es wird so schlimm, das findet gerade alles statt. Der zweite ist, dass man sagt, ja, aber wir sind doch daran gar nicht schuld. Gab es denn nicht schon immer irgendwelche Klimakatastrophen? Was hat denn das mit uns zu tun? Ja, die gab es schon immer. Vor 750 Millionen Jahren war eine Eiszeit oder vor 200 Millionen Jahren etwa gab es eine große Periode, 250 Millionen Jahren. Da hatten wir bereits mal eine Phase, wo sich die Erde massiv erhitzt hat. Damals sind 90% der Arten gestorben. Und wenn du das weltgeschichtlich betrachtest, dann geht es uns schon sehr, sehr lange sehr, sehr gut. Das heißt, die eigentliche Frage, und damit möchte ich auch hier gar nicht mehr in diese Diskussion reingehen, ob wir den Klimawandel hervorrufen oder nicht, mal ganz abgesehen davon, dass 97% aller Wissenschaftler sagen, wir machen das. Ich möchte in diese Diskussion gar nicht reingehen. Die Frage ist doch gar nicht, ob wir das hervorrufen. Die eigentliche Frage ist doch, können wir irgendwas dagegen tun?
Und wenn wir was dagegen tun können, was können wir denn dagegen tun? Denn eine Sache ist klar, so kann das nicht weitergehen. Und jetzt ist der nächste Moment, wo wahrscheinlich die einen oder anderen hier sagen, hey, ich bin doch völlig schuldlos. Ich mache doch schon total viel. Also ich steige aufs Fahrrad um. Ich fahre weniger Auto. Ich kaufe im Biomarkt ein. Ich wasche meine Wäsche kalt. Ich benutze keinen Wäschetrockner mehr. Ich reise nicht mehr so viel. Ich kaufe regionales Obst. Ich habe ein Bienenhotel auf dem Dach. Ich pflanze mein Obst selber an und sowas. Das ist ja alles gut. Das ist alles schön. Ich kaufe nur noch mit meinen Jutetaschen ein. Wisst ihr, was das eigentliche Problem ist? Und das hat mich beim Schreiben dieses Buches und beim Recherchieren echt geschockt. Das wird alles nicht ausreichen. Das wird alles nicht ausreichen. Selbst wenn die Menschheit von heute auf morgen das alles macht, dann reicht das nicht aus. Aber schlimmer noch, diejenigen, die das machen und die glauben, das sei genug, die machen damit häufig leider nichts anderes, als sich so ein Ökopflaster für ihr schlechtes Gewissen aufzuplopfen und zu sagen, naja, eines Tages wird schon irgendwie, wir werden es schon verstehen. Nein, es wird nicht, wir müssen etwas anders machen. Wir müssen an die Strukturen des Klimawandels ran. Und das ist das, was ich mit euch jetzt hier besprechen möchte. Ich möchte mit euch mal über die Strukturen sprechen, was da eigentlich da draußen passiert. Wenn erst, wenn wir diese großen Zusammenhänge kapieren, dann kriegen wir es hin. Und eigentlich ist der Klimawandel eine total doofe Geschichte, weil das Klima ist stabil. Das ist ein Gleichgewicht. Also irgendwo auf der Erde, da wird Hitze produziert, woanders wird das Hitze aufgenommen. Irgendwo wird CO2 produziert, woanders wird CO2 aufgenommen. Das ist eigentlich ein stabiler Kreislauf. Und wir können total happy sein darüber, dass eigentlich alles okay ist. Und damit kommen wir zu diesem berühmten Treibhauseffekt. Wie funktioniert der? Achtung, ich weiß, einige von euch werden das schon wissen. Sorry für diejenigen, ich mache es mal wirklich so, wie ich es meinem kleinen Sohn erzählen würde. Stell dir mal vor, du hast ein Wohnzimmer. In dem Wohnzimmer ist die Temperatur stabil. Und jetzt baust du in diesem Wohnzimmer große Fenster ein, sodass die Sonne reinknallt. Was passiert in diesem Wohnzimmer? Die Temperatur steigt. Jetzt hast du eine Klimaanlage, so wie jetzt hier gerade im Studio. Die Temperatur wird nach unten reguliert. Alles ist stabil. Was passiert jetzt aber, wenn du die Fenster vergrößerst? Dann muss die Klimaanlage mehr ackern, damit die Temperatur gehalten wird. Was passiert, wenn du noch mehr Fenster reinmachst? Irgendwann mal geht die Klimaanlage kaputt oder es reicht nicht mehr aus. Und irgendwann mal hast du durch diese Sonneneinstrahlung eine solche Power, dass du nichts mehr dagegen machen kannst. Und das ist das, was gerade passiert. Wir bringen dieses System in Unordnung. Wir produzieren Treibhausgase, die ungefähr so funktionieren wie so Spiegelfenster oder wie so Fenster im Wohnzimmer. Dieses Wohnzimmer machen wir immer größer, das Wohnzimmer wird zu einem Treibhaus und jetzt fängt eine Kaskade von Dingen an, die, wenn wir da nicht aufpassen, die sich verselbstständigt und die wir da nicht mehr umdrehen können. Und wir wissen, dass das passieren wird. Wir laufen da gerade sehenden Auges drauf zu. Und ich mache mit euch, bevor ich darüber rede, was wir tun können, denn das wird auch ein wichtiger Teil sein, aber ich mache mit euch jetzt erstmal so eine Schlamasselanalyse und gucke erstmal, was denn eigentlich passiert da draußen. Und wir beginnen beim ersten großen Faktor, bei diesen blöden Treibhausgasen. Was sind die eigentlich? Ich fange mal an. Es gibt 4 ganz große, blöde, böse Treibhausgase. Das erste sind die sogenannten F-Gase. Fluorchlorkohlenwasserstoff, FCKW und so, haben wir alle schon gehört. Das Problem bei diesen F-Gasen ist, die sind bis zu 24.000 Mal stärker klimawirksam als das CO2. Und wie produzieren die in der Industrie? Bildschirmtechnik, Elektronik, bei der Plastikherstellung. Die sind für 10% unserer globalen Erwärmung sind die zuständig. Treibhausgas Nummer 1, F-Gase. Achtung, ihr wiederholt das am besten mal. Wie heißen die Dinger? Treibhausgas Nummer 1 heißen F-Gase. Richtig, jawohl, sehr schön mitsprechen. Treibhausgas Nummer 2, Achtung, jetzt wird's lustig. Die heißen Lachgase. Wie heißen die? Lachgase heißen. Die sind aber nicht lustig, die Lachgase, obwohl man die früher zur Narkose verwendet hat. Problem bei den Lachgasen, die sind ziemlich gemein. Die entstehen nämlich beim Düngen. Die entstehen immer dann, wenn irgendwas organisch da innen drin bei der Verdauung produziert wird, beispielsweise Pipi oder Kaka oder so. Und dann, ja, so Tierexkremente. Das macht das Lachgas. Das Problem ist, Lachgas, das ist 300 Mal stärker als das CO2 und wir produzieren das in der Landwirtschaft. Das dritte böse Gas, die dritten bösen Gase, das heißt Methan. Wie heißt das? Methan heißt es. Methan ist 24 Mal stärker als dieses blöde CO2 und das produzieren wir im Wesentlichen in der Massentierhaltung, das produzieren wir in Klärwerken, das produzieren wir in Mülldeponien, also unsere ganze Zivilisation, das, was wir da in Müll produzieren, macht alles Methan. 24 Mal stärker als das CO2 und das CO2 natürlich, das ist 80% dessen, was wir da draußen produzieren und wir wissen genau, das ist unsere Lebensweise.
Ja, das ist Strom, das ist Verkehr, also Reisen, das ist Industrie. Und das ist nicht gut. Das bringt uns alles langfristig um. Und wie uns das umbringt, ist ein bisschen tricky, weil diese ganzen Rückkopplungseffekte muss ich euch erklären. Also diese ganzen Gase gehen in die Luft, die vergrößern jetzt diese Fensterflächen im Wohnzimmer. Und dadurch wird die Temperatur heißer. Unsere Pole schmilzen. Wusstet ihr, dass da oben am Nordpol, dass da mittlerweile 80% von dem Eis seit 1979 geschmolzen ist? Da schmilzt jedes Jahr eine Fläche von der Größe Österreichs. Dieses Zeug geht es wiederum in die Luft. Diese ganze Feuchtigkeit, das erhöht dann wiederum den Treibhauseffekt, weil das Zeug da oben ist, macht das Klima noch wärmer, sorgt dafür, dass das Eis noch mehr schmilzt. Die Klimaanlage des Planeten geht sozusagen kaputt. Außerdem schmilzt das Land Eis. Also wir wissen das, schmelzende Gletscher oder riesige Eisflächen. Grönland. Grönland hat jahrelang wie so ein großer weißer Spiegel die Erdstrahlung, die Hitze da zurückgespiegelt ins All, zurückgestrahlt ins All. Das war noch mehr als eine Klimaanlage. Das nennt man Albedo-Effekt. Was passiert in der Zwischenzeit? Dieses Eis ist geschmolzen oder ist am Schmelzen. Darunter ist eine dunkle Oberfläche. Diese dunkle Oberfläche heizt die Welt weiter auf. Also was passiert? Es wird noch heißer. Was außerdem passiert, es taut der sogenannte Permafrost auf. Was ist Permafrost? Das ist das, was da oben eigentlich die ganze Zeit gefroren sein sollte in nördlichen Regionen. Permafrost hat einige Probleme. Da ist CO2 im Boden, da ist Methan im Boden. Methan im Boden, das, was 24 mal stärker ist als das CO2. Das entweicht da gerade, dadurch, dass wir den Boden auftauen. Außerdem kommen Erreger, die sind uralt. Wir haben bereits 1500 Jahre altes Moos wiederbelebt. Wir haben ein 30.000 Jahre altes Riesenvirus wiederbelebt. Wir haben einen 40.000 Jahre alten Wurm konnten wir wiederbeleben. Und Leute, das, was wir gerade mit Corona erleben, das ist eine kleine Seuche, die die Welt durcheinander bringt. Wir kriegen in Zukunft einen Mammutschnupfen. Wir sind überhaupt nicht auf das vorbereitet. Jetzt könnte man sagen, wo kommt das raus aus dem System? Das kommt durch die Meere raus. Die Meere allerdings, die puffern 90% der Wärme, sind aber an der Kapazitätsgrenze. Die Meere puffern ungefähr ein Viertel von unserem CO2 raus. Das ist mittlerweile am Ende angelangt. Wir haben da drin Artensterben, Ökosysteme gehen kaputt. 50% der Korallenriffe sind in den letzten paar Jahren sind sie kaputt gegangen. Das geht also nicht weiter. Also sagt man, was bräuchte man? Man müsste die Bäume doch irgendwie pflanzen, damit die Pflanzen irgendwie CO2 aus der Luft holen. Ist auch nicht. Weil wir mehr Bäume kaputt machen durch Brandrodung und durch Abholzung, weil wir da Landflächen brauchen, weil wir da irgendwie für Massentierhaltung Flächen brauchen, weil wir da Futter anbauen, mehr kaputt machen, als Neues entsteht. Jede Minute gehen weltweit 35 Fußballfelder in Luft aus. Für unsere Lebensweise, für die Tiere, für Massentierhaltung. Massentierhaltung ist zur Hälfte für den Klimawandel verantwortlich. Industrielle Massentierhaltung, obwohl die nur 20% der Nahrung produziert. Nur 20% der Nahrung. Der Rest, den brauchen wir für Diesel, Palmölproduktion, Tütensuppen, Kosmetika. Wir machen das kaputt. Und das Dramatische ist, warum? Unterm Strich, weil die Menschheit wächst. Von 1,5 Milliarden Anfang des letzten Jahrhunderts auf jetzt fast 8 Milliarden. Bis Mitte dieses Jahrhunderts 9,5 Milliarden. Und die wollen alle essen. Aber was essen wir? Wir essen Fleisch. Wir essen Tierprodukte. Und das Problem bei Fleisch und bei Tierprodukten ist, dass es nicht nur diese ganzen Ökosysteme kaputt bringt, nicht nur den Regenwald kaputt macht, der eigentlich das CO2 aus der Luft bringen sollte. Es produziert außerdem noch jede Menge Methan. Es produziert dieses ganze Lachgas, weil die Felder gedüngt werden, weil die Kühe rülpsen. Methan ist ein Rülpsgas. Unmengen von Tieren rülpsen da draußen in der Welt rum und versauen uns unsere Atmosphäre, damit wir bei den 20% Ernährung Massentierhaltung, ja 20%, diese 20% machen uns kaputt, damit wir Fleisch essen können. Ist das pervers? Ist das verrückt? Und diese Massentierhaltung, Leute, das ist kein Spaß. Was ist das? Das ist nicht irgendwie die nette Kuh im Allgäu auf der Wiese. Massentierhaltung beginnt bei 500 Rindern, beginnt bei 2000 Schweinen, beginnt bei 9000 Hühnern, beginnt bei 500 Hektar Land. Also das ist letztlich nichts anderes als eine Agrarindustrie, die funktioniert wie eine Industrie. Die hat einen industriellen Produktionsdruck. Das heißt, die müssen ganz viel produzieren, das muss möglichst günstig sein. Dafür, das geht nur über hohe Stückzahl, das geht dadurch, dass du möglichst viel Fleisch produzierst, dass du möglichst viel Milch gibst. Und dadurch brauchst du natürlich wiederum Kraftfutter für diese Viecher. Das Kraftfutter musst du anbauen, natürlich in großen Flächen. Und was machen wir als nächstes? Wir machen die großen Flächen kaputt.
wir machen unsere Felder kaputt. Also da, wo wir eigentlich Kühe auf die Weide schicken sollten, schicken wir die Kühe auf die Futterstellen. Die Weiden, die eigentlich da sein sollten, dass die Kühe darauf grasen, die funktionieren wir um in so eine Art Brutstätten für Industriegestrüpp. Also große Maschinen müssen da ganz viel produzieren können und die müssen ganz viel ernten können. Wir machen den Boden kaputt, die Würmer da drin gehen kaputt, die Mikroorganismen gehen kaputt, die Insekten sterben, die da drin sind. Es gibt da keine Nagetiere mehr. Jede Menge Chemikalien schütten wir da rein, weil natürlich gibt es dann auch wieder Nebeneffekte. Da kommen wiederum Schädlinge rein, da kommt Unkraut rein. Wir müssen das düngen. Düngen wiederum sorgt dafür, dass wir jede Menge Lachgas in die Welt rauspusten. Lachgas, welches 300 Mal stärker ist als der Rest. Das heißt, wir haben eine einzige wahnsinnige Dynamik hier drin und das eine führt zum anderen, unter anderem zum Artensterben. Der WWF, Worldwide Fund for Nature, hat gesagt, dass in den letzten 40 Jahren über die Hälfte unserer Wirbeltiere ausgestorben sind. Die haben festgestellt, dass in den letzten 25 Jahren 3/4 der fliegenden Insektenpopulationen verschwunden sind und wir machen fleißig so weiter. Wir killen Millionen von Spezies da draußen in Systemen, die wir noch nicht mal ansatzweise verstehen und wir tun so, als hätten wir 4 Erden oder 5 Erden. Und wir bemerken nicht, dass wir in eine Dynamik reinkommen, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Und was passiert nebenher? Kleine Nebeneffekte. Was passiert mit dem ganzen Dreck, den wir auf die Felder sprühen? Die Erde, die ist nicht mehr durchlässig, das Zeug sickert nicht mehr da unten, die Chemikalien, Tierpipi, Kacka, dieses ganze Zeug fließt in die Flüsse, fließt ins Meer, dort bringt es alles in Unordnung. Dort gehen die Ökosysteme kaputt, Korallenriffe verschwinden, Fischbestände sind überfischt, es geht so weiter. Plastik, wir haben da draußen auf unseren Meeren eine Plastikinsel, die hat 1,6 Millionen Quadratkilometer. Das ist die Größe der Bundesrepublik Deutschland mal 4. Das findet da draußen gerade statt. Das zersetzt sich zu einer unappetitlichen Plastiksuppe, die essen die Fische. Die Fische, die wir dann hinterher essen, haben Plastik drin. Seevögel fressen Plastik, die verhungern mit vollen Mägen. Die fressen Plastik. Plastik, was wir in Unmengen produzieren, für unsere Plastikverpackungen, für unser Spielzeug, für unsere Industrie, für irgendeinen Blödsinn, damit wir es einmal benutzen, damit wir es hinterher wegschmeißen. Und jetzt könnte man sagen, hey Leute, da müssen wir es irgendwie anders machen. Ja, dann müssen wir halt Vegetarier werden. Trinken wir Milch, essen wir Käse statt Fleisch. Wenn es denn so wäre. Genau das ist ja das Nächste. Wenn ich jetzt plötzlich anfange, Milchprodukte zu mir zu nehmen, Fleischprodukte zu mir, statt Fleischprodukten zu mir zu nehmen. Ja, das ist genau das Gleiche. Die Milchindustrie funktioniert genau gleich. Die Kühe sind im Prinzip Produktionsstätten für Milch. Die werden gemästet, die bekommen Hormone, das macht jede Menge Tierschutzprobleme, die Tiere werden krank, die werden ausgequetscht ohne Ende. Und was machen wir nebenbei? Wir halten diesen ganzen Kreislauf am Laufen, diesen ganzen bescheuerten Kreislauf auf Methan, aus Lachgas, abgeholzte Regenwälder. Wie gesagt, nur 20% unserer Ernährung funktioniert auf diese Art und Weise. Und was passiert? Nebenbei verbraten wir Unmengen Wasser. Was schätzt ihr? 1 Liter Milch. Wie viel Liter Wasser brauche ich für die Produktion 1 Liters Milch? Wir brauchen 1000 Liter Wasser für 1 Liter Milch. Und kein Mensch muss Milch trinken. Hey, das ist Kraftfutter für kleine Kälber. Wir brauchen das nicht. Was wir brauchen, ist aber Wasser in unserem Alltag. Hauptsache, wir drosseln die Wasserhähne. Aber wir brauchen für 1 Liter Milch verbrennen wir 1000 Liter Wasser. Was soll der Bullshit? Da draußen in der Welt gibt es Dürren, die gibt es jetzt schon. In einigen Regionen auf der Welt wird uns per Zwangsdekret das Wasser abgestellt. Die Grundwasserreservoirs schwinden. Das gibt's in Barcelona, das gibt's in Kapstadt, in Kalifornien. Das ist jedes Jahr in Kalifornien, findet das statt. Und wir machen das selber und wir sehen das Hauptproblem nicht. Das Hauptproblem ist, dass wir hier eine Maschine aufgebaut haben, die wie so ein Dominostein zum anderen führt. Das eine zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Und liebe Leute, wenn wir so weitermachen, geht das nicht gut. Also was machen wir? Ich bin da ganz klarer Meinung, wir sollten es verändern. Und wir sollten dafür viele Wege gehen. An der Stelle sagen ganz viele, du musst nur noch das machen, nur noch das machen, nur noch das. Ich glaube, wir müssen alles machen. Ich glaube, wir müssen alle unseren Arsch hochkriegen, uns dieses Themas annehmen und dahin gucken, was es ist. Und wir sollten mit den großen Stellschrauben anfangen. Das ist Industrie, das ist Verkehr, das ist Energie. Wie bauen wir unsere Häuser? Das sind die Tiere. Natürlich müssen wir CO2 reduzieren. Das ist doch irgendwo logisch. Jetzt kann man sagen, hey Leute, Geoengineering, kann man nicht irgendwelche Maschinen erfinden, die CO2 aus der Luft holen? Das machen wir alles schon. Es reicht bei weitem nicht aus. Kannst du vergessen.
Was wir machen müssen, ist weniger von dem Zeug da in die Luft pusten. Kohlekraftwerke gehen nach oben. Wir produzieren immer mehr von den Dingern. In China, in Indien, in den USA. Wobei die Chinesen, die machen das schlau, wenn was zu dreckig wird. Die haben das verstanden, die bauen immer neuere, immer bessere. Trotzdem hauen wir Kohlekraftwerke in die Welt ohne Ende. Wir produzieren da so viel Dreck, so viel Smog, so viel Ruß, so viel CO2. Und es ist am Beschleunigen. Wir machen immer mehr davon, damit wir Strom produzieren für unser schönes, bequemes Leben. Damit wir zocken können, damit die Klimaanlage funktioniert, damit wir die Wäsche waschen können. Damit er und so weiter und so fort. Also Nummer eins, wir müssen da runter. Natürlich steigen wir stückweise schon aus der Kohle aus. Aber ich habe volles Verständnis dafür, wenn sich Leute bei Garzweiler 2 hinstellen und sagen, wir wollen nicht mehr, dass das hier abgebaut wird. Wenn wir sagen, warum steigen wir denn nicht früher auf die erneuerbaren Energien rum? Ja, natürlich, wir brauchen eine gewisse Übergangszeit, aber wir können uns ambitionierte Ziele setzen. Es gibt Länder, die das machen. Dänemark beispielsweise oder Schweden. Schweden will das erste Land dieser Welt sein, welches komplett fossilfrei ist in absehbarer Zukunft. Wir schieben das immer weiter vor uns her. Was gibt es denn weitere für Energien, mit denen wir irgendwie einigermaßen grün tätig sein können? Atomenergie. Ich sage jetzt mal etwas, was ganz viele von euch wahrscheinlich nicht hören wollen und was man durchaus kontrovers diskutieren kann. Atomkraft, nein, danke. Als ich aufgewachsen bin, da war völlig klar, hey, Atomkraft, hochgefährlich. Und ja, es ist gefährlich. Es gab Tschernobyl, es gab Fukushima. Und es kann sein, dass wir hier Risiken eingehen, die wir nicht abschätzen können. Das wissen wir nicht. Wir wissen auch, dass wir ein Problem haben mit Atommüllendlagern und. Die Frage ist aber, wie gefährlich sind die Dinger wirklich? Was glaubt ihr, in Tschernobyl, wie viele sind tatsächlich gestorben durch den Super-GAU 1986? Es waren weniger als 50 Menschen. In den Folgemonaten sind etwa 9000 Menschen an Krebs gestorben. Fukushima, wie viele Tote direkt durch die Nuklearkatastrophe? Kein einziger. Danach ca. 1000 Tote in der Folgezeit. So, jetzt Achtung, durch Luftverschmutzung, wie viele Tote haben wir jedes Jahr auf der Welt? Wie viele Tote haben wir jeden Tag auf der Welt? Ich mach's noch krasser. Wir haben über 10.000 Tote durch Luftverschmutzung jeden Tag auf dieser Welt. Es gibt Jahre, da haben wir 5 Millionen Tote durch Luftverschmutzung. Gerade vor 2 Tagen gelesen, einen Artikel. Wir haben im letzten Jahr haben wir eine 500.000 Babys der Luftverschmutzung geopfert. So, und dabei haben wir die ganzen anderen Energien. Wir haben die ganzen regenerativen Energien. Es gibt die Geothermie, es gibt die Wasserkraft. Ja, es gibt die Windkraft, es gibt die Bioenergie, Windkraft. Worüber regen sich die Leute auf? Dass da ein hoher Stab in der Landschaft steht, der brummt, das ist überhaupt nicht unser Problem. Das sind Luxusprobleme. In Dänemark, die produzieren mittlerweile einen Großteil ihres Stroms ökologisch durch diese Windkraftanlagen. Wir könnten das auch machen. Möglicherweise sieht das auch so aus jetzt im Herbst, Winter 2020, dass wir möglichst sehr viel von diesem Windstrom produzieren werden. Aber Leute, das ist die Zukunft und wir können das forcieren. Die sind schon da, die Dinger. Solarenergie, die gibt's schon. Wir müssen diese Solarenergie nicht erfinden. Wir wissen seit Ewigkeiten, dass Uhren mit Solarpanels funktionieren. Wir nutzen die seit Ewigkeiten auf dem Taschenrechner. Wir können uns die Solarpanels aufs Dach bauen. Das kann jeder machen zu Hause. Wir können uns gegenseitig unseren Solarstrom schenken. Wir können die in Akkus, können wir die zwischenlagern, den Strom. Wir können sogar so weit gehen, dass wir daraus eine ganz, ganz tolle Industrie basteln können, die beispielsweise in den heißen Regionen dieser Welt Solarstrom produziert. Beispielsweise stell dir vor, in der Sahara. Und dann gibt es die dunklen Regionen, die kalten Regionen der Welt, das ist zum Beispiel der Norden. Und dann legst du halt Stromleitungen von der Sahara in den Norden. Und alle die jetzt sagen, hey, das ist jetzt aber ein bisschen viel, du kannst doch keine Stromleitungen da hochlegen. Wir machen das die ganze Zeit schon. Nur heißen die heute Ölpipelines und die heißen heute Gaspipelines. Ja? Was ist denn mit den Pipelines durch die Nordsee, was wir gerade in der Presse alles hören? Leute, das ist der Aufwand ist genau das Gleiche. Ob wir jetzt was Gutes machen oder ob wir was Schlechtes machen, der Aufwand ist genau der gleiche. Und das entwickelt sich weiter. Und an der Stelle sagen einige Politiker, Moment, ja, aber das kostet ja viel Geld, das können wir nicht tun. Stimmt nicht. Was richtig viel Geld kosten wird, das ist eine kaputte Erde. Was richtig viel Geld kosten wird, ist, wenn wir diesen Bullshit weitermachen. Wir subventionieren derzeit Industrien, die unsere Welt kaputt machen.
Der Weltwährungsfonds hat übrigens ausgerechnet, dass wir derzeit 6,5% unserer Weltwirtschaftsleistung dafür ausgeben, in irgendeiner Form die ganzen von fossilen Brennstoffe zu subventionieren. Wenn wir über Agrarwirtschaft nachdenken, ja, was machen wir mit diesen ganzen furchtbaren Agrarmilliarden, mit denen wir gerade das weiterhin zementieren, was wir da draußen haben? Wir subventionieren eine Industrie, die uns nachhaltig umbringt, also nachweislich umbringt, wenn es so weiterläuft. Jetzt könnte man sagen, was kann helfen? Emissionshandel. Emissionshandel funktioniert so ähnlich, wie dass du Feuergutscheine vergibst. Also so ein Kraftwerk, so ein Industriebetrieb, der darf eine bestimmte Anzahl von Dreck in die Luft pusten. Kostet Geld, wird mit der Zeit teurer und man macht immer weniger davon. Das nützt was, das bringt was. Was haben wir vergessen? Wir haben Verkehr nicht mit drinnen. Wir haben Landwirtschaft haben wir nicht drinnen. Wir haben die Nahrungsmittelindustrie nicht drinnen. Die müssen das überhaupt noch gar nicht machen. Weiten wir das bitte sofort aus. Das nächste, was wir machen können, Leute, Autofahren, das ist jetzt nicht so was Verrücktes, dass wir weniger Auto fahren. Dass wir auf der Autobahn nicht aufs Gaspedal treten. Das wissen wir alle. Vor allem das Seltsame ist ja, Autos stehen ja 99% der Zeit sowieso nur rum. Wer fährt denn die ganze Zeit mit seinem Auto? Ich weiß, alle, die auf dem Land wohnen, die werden jetzt sagen, ich fahre Auto, ich brauche mein Auto. Ja, mein Gott, dann teile es halt mit den Nachbarn. Es funktioniert doch irgendwo. Wir sind sowieso unterwegs in einer Epoche, wo wir diese Autos viel weniger brauchen werden. Wir sind sowieso unterwegs in einer Epoche, wo autonomes Fahren kommen wird. Da kannst du dann bald in ein paar Jahren, kannst du dein Taxi per App bestellen, dann fährt dich eine Maschine von A nach B. Die Autoindustrie geht den Bach runter. Elektroautos, ich finde es großartig, dass die kommen. Jetzt gibt es einige Leute, die sagen, ja, E-Autos, die sind doch gar nicht so sauber. Der Strom, der aus der Steckdose kommt, der kommt doch aus diesen bösen Kraftwerken. Ja, Leute, wenn wir ganz schnell mit den Kraftwerken umstellen, also wenn wir ganz schnell auf Ökostrom umstellen, je schneller das ist, desto schneller werden diese E-Autos, den nächsten Faktor, 15% der Verschmutzung kommt durch Verkehr, desto schneller werden die Autos diese 15% wegmachen. Also deswegen brauchen wir einen noch schnelleren Umstieg auf das. Überlegt mal, in ein paar Jahren, die Innenstädte können grün werden, die Straßen können schmal werden, wir können auf Parkplätzen können wir Blumenbeete pflanzen, wir können Bäume pflanzen, das geht. Und der größte Faktor und der einfachste Faktor, und das kann jeder von uns machen, jeder von uns kann das machen, Leute, essen wir weniger Tierprodukte, essen wir weniger Fleisch. 50% der globalen Erwärmung kommt durch Tierprodukte. Das kommt durch Lachgas, das kommt durch Methan, das kommt durch abgeholzte Regenwälder. Und das Ganze ist eine einzige Verschwendungsorgie, die uns auf die Füße fällt. Und pass auf, ich sage das als jemand, der total gerne Fleisch isst. Ich sage das als jemand, der sich gerne einen leckeren Käse gönnt. Aber ich muss euch sagen, seitdem ich in diesem Thema drin bin, ist mein Fleischkonsum um ungefähr 2/3 gesunken. Esse ich weniger Käse. Ich habe die veganen Theken, die Gemüsetheke entdeckt. Ich habe vegane Kochbücher gekauft. Ich esse veganes Essen. Und es geht gar nicht darum, dass wir eine ganz oder gar nicht Lösung machen müssen. Es wäre schon geholfen, liebe Leute, wenn wir zum Beispiel einen Tag die Woche ganz auf Tierprodukte verzichten. Es wäre noch toller, wenn wir 2 Tage die Woche auf Tierprodukte verzichten. Wir müssen das nicht so machen, dass wir es immer tun. Es wäre zum Beispiel geholfen, wenn du zum Beispiel eine Mahlzeit deines Tages nur auf Tierprodukte verzichtest. Ende aus. Da draußen gibt es Kontinente an Ernährung zu entdecken für dich. Geh da raus, mach das. Ja, das ist der Wahnsinn, was wir da verbrennen. Wenn wir ein Schnitzel essen oder sagen wir ein halbes Pfund Fleisch sind 3 Kilogramm CO2, die wir da draußen in die Luft pusten. Essen wir ein halbes Kilogramm Kartoffeln, dann verpusten wir gerade mal nur 100 Gramm CO2 in die Luft. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Und wenn du Fleisch essen möchtest, wenn du Tierprodukte essen möchtest, dann bitte doch biologisch Angebautes. Geh in den Biomarkt. Forcieren wir die Biolandwirtschaft. Forcieren wir neue Produktionsverfahren, die auf natürliche Weise funktionieren. Also kleinere Weiden. Die Kühe sollen auf den Weiden weiden. Die sollen dort das Gras fressen. Da kann Obst angebaut werden. Da kann Gemüse angebaut werden. Sowas gibt's. Und dann ist das möglicherweise ein bisschen teuer, dieses Fleisch. Dann ist das möglicherweise ein bisschen teurer. Aber Leute, wir müssen doch sowieso weniger davon essen. Denn eines ist klar, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist die Kohle, die wir für unser Essen ausgeben, unser kleinstes Problem. Unser mit Abstand kleinstes Problem.
Es gibt auch technische Lösungen. Es wird immer mehr davon geben. Vertikale Farmen beispielsweise. Da kann man Anbauflächen in Häuser verlagern. Dann wachsen dann Pflanzen in Nährlösungen heran. Gentechnisch optimierte Pflanzen. Das muss man alles nicht mögen. Das wird kommen und das kann uns helfen. Wie gesagt, wir müssen alles machen. Alles. Aber jetzt stellt euch mal vor, wie kann denn so eine Zukunft dann aussehen? Wie wäre das denn, wenn wir jetzt mal so 20, 30 Jahre in die Zukunft gehen und uns mal visualisieren, wie sieht dann so eine Innenstadt aus oder so ein Land? Da gibt es nicht mehr diese großen Industrieäcker. Das sind schöne kleine Parzellen. Das sind glückliche Viecher, glückliche Kühe, ja? Gackernde Hennen, gackernde Hühner, bunte Blumen überall. Die Städte, die sind grün. Die Häuser sind begrünt. Wir pflanzen oben auf unseren Dächern, da können wir unser Gemüse anpflanzen. Wir können dort oben uns Insektenhotels halten. Stell dir mal vor, Menschen müssen weniger arbeiten. Stell dir mal vor, Menschen geht's gut. Wir können tun, was wir wollen. Die Welt da draußen, die hat sich toll weiterentwickelt. Da draußen fahren kaum mehr Autos. Wenn dann noch Autos fahren, dann sind die leise. Verkehrslärm kennt man nicht mehr, hört man nicht mehr. Da fliegen ab und zu ein paar stumme Drohnen rum. Wenn Autos fahren und dann sitzen da Passagiere drin, dann können die sich unterhalten oder die träumen. Ja? Weil fahren müssen die nicht mehr. Da, wo Parkplätze sind, da spielen heute Kinder. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, wir drehen das alles um. Stellt euch mal vor, die Regenwälder wachsen nach. Die Populationen kommen wieder. Stellt euch mal vor, wir machen die halbe Erde zu einem Naturschutzgebiet. Wir können das tun. Wir können große Flächen nehmen, können sagen, dort kann die Natur wachsen. Da passiert nichts anderes mehr, außer Natur kommt bitte zurück. Artenvielfalt kommt zurück. Die Pflanzen kommen zurück. Wir brauchen das Ganze nicht mehr, weil wir nicht mehr das Zeug ausbeuten. Das kann entstehen. Der CO2-Gehalt wird sinken. Was wird passieren? Der Klimawandel wird vielleicht gestoppt. Vielleicht wird der aufgehalten. Vielleicht geht es nicht weiter. Vielleicht regenerieren sich die Meere. Vielleicht kommen die bunten Fischchen zurück. Findet Nemo. Ach, da ist er wieder. Vielleicht bauen wir auch irgendwann Gletscher wieder auf. Vielleicht können wir irgendwann mal wieder Skifahren. Vielleicht funktioniert das alles in Zukunft. Vielleicht ist das schön. Aber was müssen wir dafür machen? Wir müssen dafür heute, wir müssen dafür jetzt eine Entscheidung treffen, dahin zu gucken und dieses Thema nicht mehr zu verdrängen. Wir haben jetzt die Wahl, ob wir in die eine Richtung gehen wollen oder die andere. Und ich sage euch, wir gehen die ganze Zeit in Richtung eines Wüstenplaneten. Das, was wir derzeit machen, das wird in 1 bis 2 Generationen dazu führen, dass wir da draußen einen tierisch heißen Planeten haben werden. Dürren, Katastrophen, Unwetter. Es wird schlimmer werden, es wird mehr werden. Wir können aber auch jetzt sagen, stopp. Wir stoppen das. Wir drehen das um. Wir machen da nicht mehr mit. Und mein Appell hier an dieser Stelle, ihr lieben Leute, entscheidet euch. Entscheide du dich für dich. Ich weiß, es gibt diese Klimaleugner da draußen. Ich weiß, es gibt diejenigen, die sagen, das stimmt alles gar nicht, was der gerade erzählt. Pass auf, ich bin seit Monaten dabei, mich in diese Themen reinzuarbeiten. Mein Hinweis, macht's selber, macht es auch. Lest Bücher, lest Artikel, schaut Filme darüber an, unterhaltet euch darüber, informiert euch. Und bitte mit dem Fokus, was können wir tun? Denn wir können Dinge tun, wir können Dinge verbessern, wir können es besser machen. Aber dafür muss jeder Einzelne mitarbeiten. Und dann ist es auch wichtig, dass der eine mal auf dem Fahrrad umsteigt, dass der eine mal sagt, ich bin mal vegan, ich probiere das mal aus. Dass der nächste mal sagt, hey, guck mal her, ich habe jetzt mal mein Auto verkauft. Ja? Wir können das alle machen. Wir sollten das alle tun. Wir sollten nicht mehr in Plastik verpackte Nahrungsmittel einkaufen. Es sollte pfui-bar werden. Wir sollten Zement ächten. Wir sollten Fluorchlorweißstoffe abschaffen. Wir sollten vielleicht auch weniger Kinder machen. Wir sollten weniger reisen. Wir sollten nicht mehr so schnell Auto fahren und so weiter und so fort. Wenn der eine das macht, dann macht das der andere auch. Und ich bin der festen Meinung, wir sollten das auch politisch auf die Agenda setzen. Wir sollten unseren Mund aufmachen, wir sollten mit unseren Bürgermeistern sprechen, mit den Landräten, mit den Mitgliedern des Landtages, mit unseren Bundestagsabgeordneten. Wir dürfen Petitionen unterschreiben, wir dürfen auch demonstrieren gehen. Ich sage das ganz explizit. Denn das, was Greta, ob wir sie mögen, ob wir sie nicht mögen, das ist ganz egal. Aber das, was Greta gesagt hat, als sie gesagt hat, Leute, Kinder, am Freitag Schule ist nicht, demonstriert für das Weltklima. Das war wahrscheinlich der stärkste Akt sozialen Ungehorsams, der wirkungsvollste, den wir in sehr, sehr vielen Jahren auf dieser Erde erlebt haben. Und ich bin guter Dinge. Wir Menschen haben schon so viele Dinge geschafft. Ja? Wir haben die Kinderlähmung ausgerottet. Wir haben den Analphabetismus besiegt. Wir sind dabei, den Hunger zu besiegen. Wir kriegen unheimlich viel hin. Wir
lösen Konflikte friedlich. Wir haben die Champions League erfunden. Ich glaube, wir können auch die Erde retten. Ich glaube, nicht nur wir können die Erde retten. Wir sind immer nur Einzelne. Du kannst die Erde retten. Ich wünsche dir, dass du dich dieses Themas annimmst, dass du da tiefer reingehst, dass du loslegst. Wir werden das schaffen. Dankeschön fürs Mitdenken und auf eine schöne Zukunft.